Willkommen zurück hier zu Guardians of the Galaxy mit mir, dem Ralf, von der letzten Folge. Ah, haben Und wir... ihr singt mit. Sotra, Jod und Lobuk, Pelt. Flandogaf. Echt jetzt? Wir machen das? Targat Gonokol, Volmaki Ulta, Gofen Kogalmak. Galmak, Sota, Flandorgath. Was bedeutet die letzte Zeile, Drax? Sota, Flandorgath. Sie bedeutet, wir werden siegreich sein. Na. Ich hab's ja nur von hier oben mitgekriegt, aber das war eine geile Sache. Aber jetzt wollte ich noch das mit Rocket machen. Ich glaube, ich war nicht mehr so heiß auf eine Mission, seit ich für Thanos gearbeitet habe. Du warst zu arbeiten? Aus den falschen Gründen, natürlich. Ich bin immer heiß auf Missionen. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Ich verstecke es nur gut. Mhm. Igitt, wie hässlich ist das denn? Ach, warum hast du das Ding denn mit aufs Schiff gebracht? Um mit dir drüber zu reden. Jetzt hat mich das Ganze aus dem Konzept gebracht. Wir haben letzte Folge gegen die Matriarchin versucht zu kämpfen, sie zu ihr das Handwerk zu legen, weil sie ja diese Hand da benutzt hat, um die Glaubensenergie auf alle gleichzeitig zu verteilen. Und wir haben den Plan zwar verhindert, aber das verhindert nicht allgemein, dass sie das tut. Wird nur schwieriger für sie. Und wir sind nicht durch die Materialien durchgekommen, um zum Kern Niki zu kommen. Doch. Irgendwie müssen wir das noch hinkriegen. Aber das braucht noch Zeit. Aber jetzt erstmal hier. Das Ding. Ich dachte, die könnten wir brauchen, wenn uns mal keiner erkennen darf. Bei einem Job zum Beispiel. Also erstens, erkennt man dich auch unter einer Glarnot-Maske. Glarnot? Ist das nicht die Gang von dem Planeten, wo es Smaragde regnet oder so? Oder schmeiß ich da was durcheinander? Es sind Diamanten. Oh ja. Und B, habe ich nur bei zwei Jobs jemals eine Maske gebraucht. Als ich und Groot ein streng geheimes Labor ausgeräumt haben. Echt? Oh ja. Das andere Mal habe ich mir eine riesige Glarnot-Maske gepumpt und dem Kollektor aus Versehen Groot geklaut. Ah. Wie konntest du aus Versehen Groot stehlen? Man muss dazu sagen, Quill, ich war damals auf der Flucht. Der Krieg tobte noch und die Kree-Wissenschaftler waren sauer, weil ich Halbwelt verlassen hatte. Ich musste mich bedeckt halten. Indem du den Kollektor beklaust? Ich war pleite. Und ehrlich, wie der Kollektor ganz Nowhere mit seiner Visage zugepflastert hat, als würde es ihm gehören. Tja, es gehört ihm nicht. Jemand musste ihn von seinem verflakten Podest runterholen. Dass ich bei der Aktion Sturz besoffen war, hat's nur noch lustiger gemacht. Ist auf dich ein Kopfgeld ausgesetzt, von dem ich nichts weiß? Entspann dich. Pass auf. Ich habe einem bewusstlosen Idioten bei Mantlo so eine dämliche Glarnot-Maske abgenommen. Dann bin ich ins Emporium des Kollektors gewankt, hab die Maske aufgesetzt, ein paar schöne Glitzersteine eingesackt und seinem Assistenten von hinten eins übergebraten. Oh, du bist unglaublich. Ich weiß, danach war es ganz easy. Als er da lag, habe ich den Laden leergeräumt und am nächsten Morgen bin ich in dem geklauten Transporter wach geworden, mit einem Sack voll Beute und Groot. Natürlich war er damals noch ein Baby. Kaum größer als ein Gänseblümchen. Oh, Baby Groot. Mir war sofort klar, dass ich mich um ihn kümmern musste. Leute wie wir gehören nicht in einen Käfig gesperrt. Seitdem sind wir Komplizen. Das glaube ich sofort. Glaub, was du willst, Quill. Was wahr ist, ist wahr. Wann habt ihr denn ein Geheimlabor geknackt? Ach, das war bevor wir zu dir kamen. Dieser Signog namens Wheeler hat mich und Groot angeheuert
um eine Biowaffe aus einem Forschungslabor auf Arago 7 zu stehlen. Kinderspiel für ein Spitzenteam wie mich und Groot. Moment, und Groot hatte dabei eine Maske auf? Mann, du hättest ihn sehen sollen, Quill. Nackt bis auf die Rinde. Und diese blöde Maske von Thanos, wir haben uns beide weggeschmissen. Glaube ich dir aufs Wort. Bis wir geschnallt haben, dass die Sacknasen auf Arago Wheeler angeheuert hatten, um uns anzulocken. Oh, sowas ist bei 6 von 10 Mal eine Falle. Genau. Sie wollten uns nämlich studieren. Meine Implantate, Groots Regeneration, super wertvoll für den Meistbietenden. Als mir klar wurde, was los war, hatten sie Groot schon. Sie sperrten ihn in einen Käfig. Wie ein Tier. Oh, wie schrecklich. Ja, ging aber nach hinten los. Wir hatten keinen Bock, so schnell als wissenschaftliche Experimente zu enden. Also sind wir zu Plan B übergegangen. Eine Sprengladung später und boom, waren wir wieder draußen. Und die Biowaffe? Wieder an Wheeler verkauft. Zum dreifachen Preis. Nett. Yep. Das waren noch Zeiten. Ich leg sie nur zurück. Das war lustig. Lustig, tralalalala. Hey Drax, Groot meint, du solltest eine Jacke oder sowas anziehen. Draußen liegt... Sehr warmen inneren Kern. Na du? Endlich haben wir einen Ausweg aus diesem Schlamassel, Cammy. Und das verdanken wir dir. Die Milano wird sich nicht selbst zerstören oder sowas, während wir weg sind, oder? Wie oft muss ich dir das noch sagen? Das Schiff hat nicht mal ein Selbstzerstörungssystem. Wahrscheinlich. Bereit, gegen Fum anzutreten, Rocket? Es heißt, jede seiner Klauen sei größer als ein ausgewachsener Mann. So wenig wie die Legenden über Hellbender stimmten, ist dieser Drache wahrscheinlich so groß wie Groot. Alles gut, Kumpel? Ich bin Groot. Bereit für unsere bislang größte Schlacht? Ich bin Groot. Ihm hat die Möglichkeit, wir könnten uns gegenseitig umbringen, mehr Sorgen bereitet. Okay. Ich wusste, dass dieser Tag kommt. Es ist mein Schicksal, gegen den Drachenfürsten von Kakarantara zu kämpfen. Hast du gewusst, dass dir dieses Team von A-Löchern dabei hilft? Das nicht, aber ich bin dankbar, dass mir diese Ehre zuteil wird. Du bist trotz all deiner Bemühungen ein ehrenwerter Mann, Peter Quill. Danke, Drax. Mhm. Wir werden das schaffen. Ich weiß es. Natürlich. Wir müssen. Für Nikki. Schon mal gegen einen Drachen gekämpft? Klingt irgendwie spaßig. Nur am Automaten. Das gilt doch, oder? Ich weiß ja nicht. Okay, geht los. Über meine frierenden Arsch, ist das kalt. Ganz so geht die Redewendung aber nicht. Willst du mich korrigieren? Oder willst du Fin Fang Foom finden und die Galaxie retten? Ich will Fin Fang Foom. Und das mit der Rettung der Galaxie auch, glaube ich. Falls Hellbender überhaupt darauf anspringt. Lady Hellbender wird darauf anspringen. Okay, also ich sehe keinen Foom-Code. Wir sollten nach Jägerzeichen suchen. Zeugnisse der Tapferkeit jeder, die... Das war zu knapp. Die Legenden vom Feuerregen sind wahr. Noch andere Legenden, von denen wir wissen sollten? Legenden von glorreichem Tod. Schon klar, Hauptsache glorreich. Da lang. Vorsicht! Hier fällt alles auseinander. Nicht so ganz stabil hier. Es gibt nur eine noble Todesursache auf Magnum 4, wie für so viele meines Volkes vor uns. Wow. Kann mal jemand Drax sagen, dass wir nicht zum Sterben hier sind? Niemand stirbt hier. Wir fangen Foom lebend. Wir übergeben ihn lebend an Lady Hellbender. Und wir bringen sie dazu, uns gegen die Armada der Kirche zu helfen. Und der Teil mit der Armada in deinem Plan ist dann der, wo wir sterben? Ja, vielleicht. Aber definitiv nicht vorher. Sieht aus wie eine Sackgasse. Eine glorreiche Sackgasse. Es ist schön, wie aufregend du das alles findest. Okay, Drax. Dann mach mal einen Weg frei, glorreich. Den glorreichen Weg frei machen. Wo ist der Kopf von Fitfang Foom? Toll, Drax hat soeben den Schädel von dem Ding zerschmettert, das wir einfangen sollen. Mach's gut, Galaxie. Es besteht kein Anlass zur... Ich bin gut.
Groot sagt, er will die Aussicht genießen. Nimm dir Zeit, Kumpel. Vielleicht ist das unsere letzte Chance, was zu genießen. Ob Foom da drin ist? Ich weiß aus Fantasy-Romanen, dass Drachen gerne im Inneren von Bergen abhängen. Ich bin Groot. Groot will wissen, ob in diesem Roman auch steht, wie man Drachen einfängt. Ich bin sicher, es hat was mit Teamwork und Vertrauen zu tun. Ich bin Groot. Er kann sich nicht an Einzelheiten erinnern, weil er es nicht zu Ende gelesen hat. Ich habe viele verschiedene Drachenbücher gelesen, okay? Und es gab immer einen Berg. Und die Guten siegen am Ende immer. Ich bin Groot. Niemand wird ein Buch über uns schreiben. Nur ein Comic. Ich glaube, ich sehe da was vor uns. Hat es große, schlimme Klauen? Seht, ein Volk war hier. Gab sowas nicht auch in Drax Erinnerungen, als Mantis uns alle verbunden hat? Ketethianische Jägerzeichen. Das waren aber viele tapfere Ketethianer. Nach Thanos Sturm auf Keteth war mein Volk gebrochen, körperlich wie geistig. Der Exodus hat sie in großer Zahl hierher geführt. Und wie viele dieser Jäger sind zurückgekehrt? Keiner. Sie wurden alle Opfer von Fin Feng Foom? Nicht Opfer. Sie wollten die ultimative Schlacht. Einen wahrhaft glorreichen Tod. Sie kamen her, um einen Sinn zu finden, nicht wahr? Um nach Ultath zu gelangen. Unser Gespräch auf Nowhere. Du hast aufgepasst. Natürlich. Viele wären als Verräter oder Kriminelle mit Sicherheit in Sarduth gelandet. Manche waren krank oder lagen im Sterben. Doch sie kamen verwundet hierher, um die härtesten Monster der Galaxie zu bekämpfen. Sie haben meinen Respekt. Und bald werden wir den ihren haben. Okay. Mal wieder ein Himmelsfahrtskommando. Jojo. Das haben wir gewohnt. Das sollen die ganzen Recken. Das wird tief. Okay, Kein Recht, die machen mit Gift. Halte Abstand zu seinen Aufpassen! Das harte Äußere der Bestie ist mir ein Rätsel. Ich weiß, dass Katzen es hassen, wenn man ihnen den Bauch kault. Ich wünschte nur, sie hätten die Bestien besser ausgedünnt. Bam. Dieser Typ spürt das fast gar nicht. Sie haben wirklich keine Zeit, uns hier rumzuärgern. Sag das dem gefrorenen Katzenweg. Kein Wort über Dickerchen. Denk an letztes Mal. Spart eure Munition. Bereitet den Typen eine besondere Überraschung. Bada 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 bum bum bum. Ich hoffe wirklich, dass dieser Lady Hellbender Plan funktioniert. Muss. Sieg wird bald unser sein, meine Freunde. Außer sie kriegen Verstärkung. In dem Fall müssen wir blitzartig handeln und sie von hinten erwischen. Aber was, wenn sie zu schnell sind? Dann brauchen wir einen anderen Plan. Hey, hey, hey! Bei jedem Kampf gibt es Eventualitäten. Aber der Versuch, alle zu berücksichtigen, macht es nur schlimmer. Entspannt euch. Man denkt schnell zu viel, wenn's eng wird. Aber wenn wir uns konzentrieren, können wir hart zuschlagen. Wer ist dabei? Spürt meine Zorn! Ah! Oh yeah! Ja, klar. Bin schon dabei! Mach dir den Bau! Wir werden die Bestie besiegen! Wir werden Foom einfangen! Das ist unser Schicksal! Und vergiss nicht die Sache mit dem Schatz am Ende! Durchlauf! Tödlich der Drax! Auf die Spitze getrieben! Das ist
So was wie eine Endversion von Dekadier. Oh nein. Denk an letztes Mal. Leuchtet auf, Ehrenfall! Dass dieser Lady Hellbender-Plan funktioniert! Wenn der Fug begegnet, Lady Hellbender, er wird von unserem Können erstatten! Könntest du endlich mit diesem Eiskratzen aufhören? Bis auf die Knopf! Wunderbar. Okay, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel größer und stärker und furchteinflößender wird Fum sein, verglichen mit dem Ding, das wir gerade bekämpft haben? 10.000. Niemand hat gesagt, es wird leicht, Rocket. Schon, aber 10.000, Quill? Und Drax nimmt alles wörtlich, schon vergessen? Unsere Erfolgschancen bei dieser Sache sind offensichtlich schlecht. Sehr schlecht. Aber welche Chance hat die Galaxie, wenn wir es nicht schaffen? Ganz genau. Wir haben alle gesehen, wozu die Kirche fähig ist. Es ist egal, womit uns dieser Planet konfrontiert. Wir machen weiter, bis wir Fum haben und Lady Hellbender an unserer Seite kämpft. Gamora, ich denke, ich hätte auf diesem Ding einen ziemlich guten Überblick. Okay, aber sei vorsichtig, Peter. Ich kann von hier oben den ganzen Krater sehen. Vielleicht ist Fum überhaupt nicht in einem Berg. Vielleicht ist er irgendwo da unten. Also, wenn ich ein Drache wäre, würde ich mich definitiv da unten rumtreiben wollen. Wandern zeigt Fum durch den größten Kraterkessel von Magnu. Das genügt mir. Wir können uns die Kante entlang arbeiten und einen Weg nach unten suchen. Ja, jetzt gucke ich mal erstmal noch das hier an. Bitte. Also, weiter geht's. Hätte Fum sich keinen wärmeren Planeten aussuchen können? Oh, Hala verflammt! Wow, seht euch die an. Die müssen von Fum sein, oder? Er ist noch größer als in der Legende. Okay. Ja, wenn wir ihn finden, sollten wir die Klauen meiden. Nehmen wir an, wir fangen Finfeng Fum. Ja, ich bin auch ziemlich sicher, dass wir hier rüber müssen. Fragt sich nur wie. Sieht aus, als würde sich unter den ganzen Felsen auf der anderen Seite eine Kante verbergen. Wenn Raker sein Ritual beendet und den Magus freisetzt oder was auch immer, wie wird... Okay, ich würde sagen, das ist der erste Schritt einer mehrstufigen Lösung, um diese Kluft zu überwinden. Ja. Und wie lauten die nächsten Schritte? Daran arbeite ich noch. Nächster Schritt heißt Brocken ziehen. Schritt 2 deines Plans lautet also, uns alle zu zerquetschen. Ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Ja, uns alle zerquetschen. Wirf das Ding, Mann. Natürlich, wohin willst du's haben? Legenden zufolge kann Finfeng Fum zwischen Dimensionen wechseln, sofern er das will. Und was passiert, wenn er das macht, während wir auf ihn einschlagen? Schutt von der Kante entfernen, Peter Quill. Ich brauche nur etwas zum Werfen. Wie wär's mit Quill? Letzter Schritt, Drax. Wenn wir einige dieser Felsen umstoßen. Ich schwöre, ich hab dich noch nie so gut gelaunt gesehen. Weil du mich noch nie auf der großen Jagd erlebt hast. Und die Mission in der Quarantänezone? Du meinst den Quarantänezone-Reinfall? Drax, ich weiß, du hast lange auf diese Sache gewartet. Genieß es, Mann. Danke, Peter Quill. Ich muss zugeben, dass ich das hier, nach allem, was passiert ist, wirklich brauche. Naja, wenn wir von Anfang an auf dich gehört und einfach Jagd auf Fum gemacht hätten... Dann wären wir jetzt wahrscheinlich tot. Wir waren überhaupt nicht bereit dafür. Ich wurde bereit geboren. Als Team waren sie nicht bereit. Ich denke, Fum der Mitterling des Wurfs sein soll. Er hat sogar einen Bruder, der viel größer ist als er. Die Geschichte kenne ich nicht. Was? Du hast noch nie von Bing Bang Boom gehört? Der kolossalen Bestie von Kakaranaranka? Maka? Antula? Unsinn! Alle bereit machen! Vor uns ist etwas.
Es wird enttäuschend. Oh, was ist das? Was ist das? Die Bestie hat mehrere legendäre Angriffe. Ich verderbe euch die Überraschung nicht. Der Rest sollte das als Aufwärmübung für Fintank Food betreiben. Au, ich dachte, es sei tot. Zeit zum Aufwärmen. Breakers Ritual kann jede Sekunde losgehen. Die Arme! Mitnehmen. War doch dran vorbei. Eingehacktes Gamora! Du hast keine Chance! Diese Dreckschlürfer hören einfach nicht auf, uns anzuspucken. Bleib einfach in Bewegung. Lass dich nicht von ihnen umzingeln. Das auf Hintergrund geht weiter. Okay, denken wir die Sache mal kurz durch. Seit wann machen wir das denn? Was ist, wenn wir zu spät kommen? Was ist, wenn Riker schon fertig ist und das Ritual... Dann machen wir das alles umsonst. Nicht umsonst. Falls unser letzter Akt darin besteht, Fin-Feng-Foom herauszufordern, ist er ehrenvoll. Letzte Akte sind nichts für mich. Ich bin ein Überlebenskünstler. Dann hoffen wir, dass wir nicht zu spät sind. Okay, wir müssen hier irgendwie durchkommen. Kann ich da auch durchkriechen? Da, seht ihr? Noch mehr bedrohliche Gipfel. Langsam kriege ich von diesem Planeten Gänsehaut. Ich denke, ständig gleich greift uns von hinten. Fin-Feng-Foom ist eine legendäre Bestie. Legendäre Bestien greifen nicht von hinten an. Vielleicht nicht, aber kluge schon. Sind wir sicher, dass mit der Milano alles okay ist? Falls wir hier stranden sollten. Die Milano wird in Ordnung sein. Macht dir keine Sorgen. Und selbst wenn wir stranden, können wir von Fin-Feng-Fums Fleisch leben wie die Könige. Das verrottet aber trotzdem irgendwann. Das war klar. Es heißt, Fin-Feng-Fum benutzt die gefährliche Oberfläche des Planeten, um mögliche Gegner zu testen. Dieselben Legenden wie bei Lady Hellbender. Gutes Spiel, Takarantara. Vorsicht, das Gas ist tödlich. Woher weißt du das? Hallo, sie ist eine Attentäterin. Sie hat... Ich hab einen Vorschlag. Warum locken wir Foom nicht in eine der Gashöhlen? Das haut ihn um. Es wäre feige. Ich will die volle Anerkennung für den Töten. Zum letzten Mal, Drax. Wir töten Fin-Feng Foom nicht. Wir fangen ihn ein und übergeben ihn Lady Hellbender, damit sie uns vergibt und hoffentlich im Kampf gegen die Kirche unterstützt. Ah, klingt kompliziert. Gerade bis zum Hals im Wasser? Wir werden gleich einen legendären Drachen in die Knie zwingen, während das Schicksal der gesamten Galaxie auf dem Spiel steht. Da will ich uns nicht ausbremsen. Wow. Ich bin beeindruckt. Du hast deine Angst wirklich überwunden. Naja, um mich geht's jetzt nicht mehr. Ich bin stolz auf dich. Da steht groß dein Name drauf, Drax. Nicht wortwörtlich. Wie wär's, wenn wir Hellbender statt Foom ein paar von denen hier geben? Was ist denn das? Irgendwelche Lenzschurke? Hey, immerhin regnet es nicht, oder? So viele Kretafianer sind an diesen Hängen untergegangen. Ist das deine Version einer Motivationsansprache? Oh, ich bin klasse! Oh. Danke, Groot.
Du zeigst Initiative. Ich muss es ihm nicht mal sagen, finde ich geil. Du schiebst, ich seh zu. Schieb mal. Es wird unter meiner Macht nachgeben. Bumm. Thun wird nicht wissen, was ihn getroffen hat. Er ist widerstandsfähiger als ein Fels. Ich weiß, ich versuche nur positiv zu denken. Warum? Das ist wieder so ein Teambildungsding. Wir brauchen keine Teambildung mehr. Wir sind ein perfektes Team. Ganz ehrlich, nach allem, was hinter uns liegt, würde ich das hier mit niemand anderem lieber durchziehen als mit euch. Flark, ich liebe euch, Leute. Igitt, ekelhaft. Oh oh. Flark, der Makro. Makro 4. Wir wollen doch mehr gegenüber den anderen Makros sein. Targatkop, Kohl, Wolmakiol, Tart, Gothen, Kohl, Mark. Dann gehen wir mal durch. Sehr, sehr scharf. Das ist gar nichts verglichen mit den legendären Zähnen und Klauen von Fin Feng Fu. Ich werde megamäßig enttäuscht sein, wenn der Typ dem ganzen Hype nicht gerecht wird. Falls wir so lange leben. Peter, sieh mal! Vor uns ist Rauch. Ja. Galmark, Galmark, Sotal Flandorgar. Ist das Fung? Das sind wohl eher Leute. Super, vielleicht wissen sie, wo er ist. Oder sie greifen sofort an. Ich könnte das Lager infiltrieren und Schwachstellen suchen. Ein Exempel statuieren und die richtigen vor der Crew ausbluten lassen. Der Schock wird sie verwirren, vielleicht sogar aufgeben lassen. Dann erledigen wir den Rest. Hey, ist alles in Ordnung? Wir hatten kein richtiges Gespräch mehr seit... Der Sache mit meiner Schwester? Ja, und anderen Themen, die so ähnlich waren. Es geht mir so lala. Okay. Peter, es kann sein, dass Nikki längst verloren ist. Nein, das akzeptiere ich nicht. Und dann bin ich diejenige, die schwere Entscheidung treffen muss. Sie ist meine Tochter. Aber ich bin die Killerin. Das wissen wir beide. Dazu wird es nicht kommen. Und wenn doch... Wenn das eine Wahl wird zwischen ihr und buchstäblich allem anderen. Peter, du würdest alles für die tun, an denen dir was liegt. Wir beide wissen, dass ich... Wir beide wissen, du würdest das auch tun. Deshalb brauche ich auch genau dich, um mein Mädchen nach Hause zu holen. Lebend. Hoffentlich hast du recht. Targath Gonokol, Volmaki Ulta, Gofen Kogalmat. Fum! Es ist Fum! Oder... Weiter! Ein riesiger, verflachter Fels! Das! Ich bin Groot! Ja, bedrohlich, in der Tat! Warum sehen die Felsen so... Warum sehen die so aus? Wie solche, Molitenchips oder was auch immer? Blöd. Oh je. Ich bin Groot! Groot sagt, ihr sollt eure Rutschhosen anziehen. Sieht aus, als wär's der einzige Weg nach unten. Ja. Aber bevor ich da runter. Ja, ist okay. An der Stelle sage ich dann danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ja, liken, subscriben, so weiter, wenn ihr es noch nicht schon getan habt, die Notation Bell aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Solltet euch YouTube nicht benachrichtigen, was an WhatsApp geht, gibt es auch den Twitter-Account für Dennis, dem ihr ein Follow drücken könnt und einstellen könnt, dass alle Features angezeigt werden. Und jetzt bis zur nächsten Folge. Ciao!